Okay, los geht's. Au! Los geht's, Papa! Oh, ich lass dich vor. Komme. Okay, los geht's. Und eingepackt. Was? Katztastisch! Begrüßen wir euch zu Super Japanese Corner World hier auf Katze. Ja, hallo meine Lieben. Mal gucken, was uns heute erwartet. Heute an einem Sonntag. Es ist super früh, aber wir wollen euch pünktlich um 13 Uhr das Video bringen. Genau. Heute, 7. Februar. Ja, und heute geht's in irgendeinen Petalpark mit eine Rutschparty. Genau, so fängt das Ganze an. Und ich muss sagen, guck mal, Mario und Luigi haben es richtig schön, aber der Wetterdienst sagt, gerade in Deutschland, ne? Ja. Unwetter ohne Ende, oben schneit's, unten ist ganz okay. In der Mitte regnet's und Die haben Sonne. Toll. Vielleicht sollten wir nach Japan gehen. Vielleicht ist da das Wetter besser. Wobei, sind wir in Japan? Wir sind eigentlich im Pilzkönigreich. Ja, das stimmt. Oh, es ist nur... Oh, oh Mann. Aber ich muss dir folgen. Ich wollte sagen, ich gehe schon mal. Ich bin einfach weggeklettert. So, ein paar Koopas hier noch erledigen und ein paar Gummas. Die nehmen wir mit. Ja. Und so. Was ist da oben? Lalalala. Aber ob sie mehr gibt. Wow, Feuerblumen. Ich würde sagen, ob sie mehr gibt als. Als Pilze wollte ich schon sagen, als Münzen, aber es scheint hier mehr zu geben. Schau mal. Und das ist auch lustig gemacht. Guck mal, das sind Kirschen an den Bäumen. Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, was das sein soll. Das sind Kirschen, die gleichzeitig als Plattform dienen. Also so ein kleines Gestaltungselement, das echt gut genutzt wurde. Ja. Achtung! Oh, danke fürs Gespräch. Übrigens, danke für die konstruktive Kritik in der letzten Folge. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Viele haben geschrieben, sei doch mal ein bisschen freundlicher zu Luigi. Und sie nimmt das gar nicht böse auf. Nein. Ich weiß, manchmal bin ich so in Rage, weil ich dann nicht verlieren möchte, weil ich dann weiterkommen möchte. Und dann sage ich immer, Luigi, was machst du da? Streng dich mehr an. Aber das meine ich nie böse. Und ich verstehe es auch nicht böse. Deswegen, aber danke trotzdem für den Hinweis, weil ich achte drauf, dass ich da ein bisschen ruhiger werde. Ja. So, was gibt's hier? Feuerblumen? Ja, die schnappe ich mir auch gleich. Oh, upsala. Ja. Ja, sehr gut. Ob ich da wohl hochkomme? Oh, ich nehm den Weg unten, ne? Unten rum. Oh. Oh. Aber ich bin so begeistert. Eigentlich müsste man mal so eine Welt gestalten, wo es ganz viele Früchte gibt aus verschiedenen Blöcken. Was die Fragezeichenblöcken sind, Blöcke sind zum Beispiel Bananen oder Orangen oder sowas. Zitronen. Zitronen, genau. Noch besser. Ja. Du hast recht. Kann man die eigentlich so in einer Raute darstellen? Dann wären es noch, wow, Sterne. Ja, klar. Dann wären es noch, also weißt du so, dass die Spitze unten ist? Komm, schnell, schnell. Nein, ja, das geht, aber beeil dich, bitte spring doch. Ich komm schon. Wow. Wir müssen den Stern nutzen. Vorbei. New. Oh, ich bin hochgekullert. Oh, ein ab. Uhu. Also ich muss sagen, schönes Level und ziemlich großes Level. Ja. Ja, nochmal zurück. Kann man die Fragezeichenblöcke auf die Spitze stellen, dass es mehr aussieht wie Zitronen? Ja, das geht. Ja? Du hast ja dann praktisch wie so eine Art Dreieck, das geht dann so runter. Also schwer zu beschreiben, aber ich glaube, jeder, der schon mal ein Level gebaut hat, weiß, dass das funktioniert. Ja. So, mal gucken, wo es weitergeht. Broad Bridge. So geht's weiter. Oh, okay. Oh, ich mag ja nicht diese Pixel-Charaktere. Was? Ja, Super Mario Bros. 3 ist das. Das ist wissen, wunderschön, das ja, Spiel. Ja, das wissen auch alle, dass ich die jetzt nicht so mag. Aber... Okay. Ja. Tschüssi. Fast geschafft war da eine Anzeige mit fast geschafft. Ja, das stimmt. So. Schön festhalten, Luigi, ja? Ja. So, perfekt. Sind wir eigentlich jetzt im Wolkenland? Ja, oder? Ja. Was machst du denn hier? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Boah, noch eine... Wie nennt man denn das? Was genau? Ja, diese Fahrgestelle, ein Aufzug? Guck mal, das könnte ein Aufzug sein. Das geht hoch und runter. Oh nein. Klassisch abgestürzt. Volle Kanne runter. Aber das andere ist das eher so... Ja. Eine fahrende Plattform. Okay, ich dachte eigentlich, wir haben einen schöneren Ausdruck dafür. Und das ist eine schöne Brücke gerade eben, hast du es gesehen? Ja, wir sind ja auch im Broad Bridge. Das stimmt. Meine Lieben, an dieser Stelle kommt noch der Hinweis. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit meine Freundin und ich euch noch schöne weitere tolle Videos aufnehmen. Toll, Mario geht wieder ohne Luigi. Entschuldigung. Oh, das war's für uns. Also ich zeig dir jetzt den Trick, okay? Ich hab keinen. Das hab ich dir noch nicht beigebracht. Ja? Du musst rennen
Das geht auch mit einem Cape aus Super Mario World. Und dann kannst du fliegen. Du siehst, wenn du rennst, eine Geschwindigkeitsanzeige. Aha. Das siehst du bei mir hier links oben. Ja. Wenn die voll ist, kannst du springen und dann auch fliegen. Ah, okay. Aber weißt du was? Ich glaube, du wartest einfach und ich mach das. Ich glaube, ich übe das einfach noch ein bisschen und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ob ich es hinkriege. Da bin ich gespannt und ich glaube, unsere Katzenfreunde sind auch gespannt. Aber ja. Hey, Übung macht den Meister, du schaffst das auch. So. Uiuiui, das war knapp. Ja. Die Brücken sind schön gemacht hier. Ja. So, Achtung. Uiuiui. Fragezeichen. Oh, das war jetzt gut gemacht. Mit den Notenblöcken. Ja. Ich hab gerade eben Fragezeichenblock sagen wollen. Aber mit denen sind die Goombas gerade nach oben gesprungen. Oh, hier kommt es eine Goomba-Röhre. Echt? Ja, stimmt. Ja. Ey, du springst doch rein. Das wäre eigentlich eher so ein Luigi-Move. Das stimmt. Ich bin volle Kanne reingesprungen. Ding, ding. Hey, warte auf mich, okay? Okay, warte tschüss. Nicht auf mich. Und ich hole mir den 30er. Miu. Miu. Achtung. Ja. Zack, Flagge und ich kann weiter. Ich komm mit. Hopp durch die Röhre. So. Und Miu. Oh, Scrolling Level. Scrolling Part. Was bedeutet das? Also schon das wieder? Level bewegt sich von alleine. Ah, okay. Und hol mal den Fragezeichenblock. Okay. Oh, für mich. Oh, ich habe noch mein Kostüm. Zum Glück. Ja, nächste Woche ist Fasching. Ich habe gedacht, ich verkleide mich mal als kleine Luigi-Katze. Ich verkleide mich natürlich als Katze, ist ja klar. Ja, da wäre ja die Frage, okay, ich weiß, als was du gehst. Aber als was geht denn ihr? Beziehungsweise, wir können ja nicht so Fasching feiern, glaube ich. Aber verkleiden kann man sich trotzdem. Ja, zu Hause kann man immer Fasching feiern. Zusammen mit den Geschwistern eine kleine Faschingsparty. Oder mit den Eltern. Ja. Das wäre doch lustig. Schreibt doch mal in die Kommentare, als was ihr euch verkleiden werdet. Und ob ihr Fasching überhaupt feiert. Ja. So. Ich bin ja kein so ein großer Fasching-Fan, muss ich sagen. Was? Du könntest dich als Luigi verkleiden. Ich würde zu dir passen. Oh Mann. Und dann könntest du dir einen Damenbart stehen lassen. Mhm. Nee, Entschuldigung. Toll. Oh, klassisch. Das war nicht so gemein. Nee, du klebst einen Bart auf. Oder ich mal mir einen Bart. Oder so. Ja. Früher bin ich immer klassisch als Prinzessin gegangen. Oh, ich hab die gerade richtig geschützt. Ich hab's gemerkt. Oder als Burgfräulein. Okay, warum nicht? Ja, gell? Ja, ich gehe als Katze. Ja, oder als Pokémon-Trainer. Als Pokémon-Trainer? Ja, mit meinem Shiggy. Nein. Tja, Pech gehabt. Tschüss. Ich dachte, ich verkleide mich als Cooper. Mit einem Cooper-Panzer. Das war auch eine coole Idee. Da könntest du dich immer in deinem Panzer verstecken und dann durch die Gegend rollen. Ja. Eine kurze Unterbrechung. Im Katze-Club findet ihr Videos zu Super Mario, Yoshi, Kirby, Donkey Kong, Pokémon und vieles mehr. Und all das ohne Werbung. Wenn euch das interessiert, dann geht doch mal da drauf. Auf www.katze.de. Da könnt ihr euch anmelden und ihr als Mitglieder könnt ab sofort alle Videos ganz ohne Werbung ansehen. Schaut da gerne mal rein, es würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Ich glaube, viele gehen als Mario, weil ich habe schon Bilder gesehen auf Instagram von Eltern, die mir Bilder zugesandt haben, von Kindern, die eben das Katzenplüschtier bekommen haben. Und eine Cappy als Kappe hatten. Weißt du, Cappy aus Mario Odyssey. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele als Mario gehen. Toll. Mario ist immer irgendwie so der Lieblingscharakter von allen, ne? Wer geht denn als Luigi? Das wäre doch mal viel interessanter. Also ich bin sogar, ich persönlich, ja? Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Ja. Aber ich finde Luigi sogar einen Ticken cooler. Einfach, weil der seltener vorkommt. Mario ist ja immer dabei. Ja, eben. Und deshalb habe ich auch gesagt, erzähl doch mal, wer geht als Luigi? Wer traut sich als Luigi zu gehen? Ich würde sogar mal als Prinzessin Peach gehen. Oder... Nee, ehrlich, also das ist auch wichtig. Ja. Das muss ich ganz kurz betonen. Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber man sollte nicht immer so denken von wegen, ja, Prinzessin, das ist was für Mädchen. Ich meine, wir sollten nicht so in Klischees heutzutage denken. Der Fisch hat mich. Das ist wie später dann im Beruf. Also wenn man zum Beispiel als Junge gerne Ballett tanzen möchte, sofort. Wenn man als Mädchen gerne an Autos rumschrauben möchte, sofort. Also probiert euch da aus, ja. Schränkt euch da nicht ein und denkt nicht, ah, das ist was für Mädchen oder ah, das ist was für Jungs. Probiert euch aus und findet das, was euch glücklich macht. Richtig. Das ist wirklich super wichtig. New. Für das gesamte Leben, nicht nur für die Kindheit. Ich,
ich wollte ja auch gerade sagen, als du mich unterbrochen hast mit deinem Vortrag jetzt hier. Das war mir wichtig. Dass man ja nicht nur als Luigi gehen muss, sondern dass man ja auch als... Wow! Entschuldigung. Als L-Girl gehen kann. Ja, genau, als L-Girl. Die weibliche Version von Luigi. Ja, stimmt. Das ist auch eine coole Idee. Ja, gell? Wie sieht Luigi als Mädchen aus? Vielleicht mit zwei dunklen Zöpfen links und rechts. Genau. Aber trotzdem mit Latzhosen, weil das finde ich irgendwie stylisch. Ich auch. Also, natürlich können Mädchen Latzhosen tragen. Ja, das sowieso. Ja, eine blaue Latzhose. Aber das sieht man heutzutage gar nicht mehr. Damals war das in Mode. Ja, also vor unserer Zeit, muss man dazu sagen, das haben wir auch nicht miterlebt, aber... Aber jetzt sind für Mädchen, gerade für Mädchen, sind diese Latzkleider in Mode. Ja, echt? Aktuell. Also im letzten Herbst auf jeden Fall oder im letzten Sommer. Wollte ich mir doch auch eins kaufen, ne? Ja, echt? Ja. Mir ist die Mode egal. Mir reicht ein normales T-Shirt und gut ist. Ja, typisch Mann. Ja, man muss sich da jetzt nicht immer alles neu kaufen. Man kann auch alte Klamotten tragen. Nee. Hä? Was hat das damit nichts zu tun? Nee, aber ich meine ja nur. So, okay. Nichts erwischt, aber wir haben ja beide sowieso... Wow, 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 da gehst du nach oben. Oh, und wie ist das jetzt passiert? Hast du das gesehen? Ja, ich weiß es nicht, ich habe eins aktiviert. Oh. Okay. Nee, gehst du wieder nach Hause? Ja, da sind wir doch gerade erst reingegangen. Du bist doch zurück. Ja, aber Jordan, aber ich meine, da sind wir doch gerade... Was sollen wir hier weitergehen? Ja, da geht's doch, guck mal, da ist ein Pfeil. Ach so. Ach so. Ah, das ist irgendwie... Versteck dich. Also ich finde das Level nicht ganz so cool. Das ist cool mit den Fischen. Nee, das andere war tausendmal cooler. Aber die Fische haben besondere Fähigkeiten. Ja, und? Ja, hast du nicht gesehen, was vorhin passiert ist? Die Fischfähigkeiten. Ja, aber die sind besonders. Es geht um meine Fähigkeiten. Nein, jetzt guck mal. Der frisst seine Kugeln. Ja. Oh, Vorsicht. Ja. Nur vorsichtig sein, ja? Da war nur eine Münze. Boah, Luigi, kommst du mir mega in die Quere. Und weg hier. So. Geht's da oben weiter? Nein, wir sollen in die Röhre. Da ist doch ein Pfeil. Ja, hab ich gerade gelernt. Da ist noch ein 30er. Na ja, gut, dann nicht. Und du bleibst da stehen. Ja, ja. Mario, macht schon. Oh, lustige Wolkenblöcke. Nee, tschüssi, au. So. Ui, ich will. Warte, ich will oben bleiben. Oh, machst du mir eine Räuberleiter? Ich eine Räuberleiter? Ich dachte, bitte. Du machst mir eine. Warum springst du einfach ins Ziel? Ich will eine Räuberleiter. Ins Ziel. Okay. Wir sind zusammen ins Ziel gesprungen. Au. So. So, hier, guck mal. Richtig. Alles steht unter Wasser. Na toll. Ja. Aber wir haben das Level beendet. Wir waren ziemlich gut. Ja, alles steht unter Wasser. Das passt wohl zum Wetter dieses Wochenende. Oh ja, leider. Leider, leider, leider. So. Nächstes Level und das ist... Turtles Tablelands. Was soll das bedeuten? Schildkröten, Yay. Tischländer oder sowas? Ja, sind wir wieder normal. Nicht verpixelt. Ja, das magst du wiederum, wenn es ein bisschen moderner aussieht. Ja, wow, ein Katzenoutfit. Glocke. Oh, das erinnert mich an nächste Woche. Nächsten Freitag kommt Super Mario 3D World raus. Ich freue mich. Ich gehe in die Röhre. Das gibt eine neue Videoserie. Wow. Hier und im Katze-Club. Ups. Miau, steht da oben. Oh, noch mehr Glocken. Aber die brauche ich nicht. Okay. Vorsicht. Oh, das war knapp. Ich nehme den Kollegen mal mit. Bitte nicht schießen. Oh, okay. Da haben wir uns jetzt gegenseitig ausgetrickst. Ja, aber zum Glück nicht getroffen. Guck mal, ist da oben was? Weiß ich nicht. Egal, tschüss. In die Röhre auf jeden Fall. Oh, ich komme wieder nicht rein. Das ist so typisch für dich. Autsch. Du musst oben gedrückt halten, wenn du rein möchtest. Nicht nur springen. Das ist auch lustig. Wow, hier kann man nämlich hochklettern. Oh, ich habe mein Outfit verloren. Ja? Hey, Koopa! Guck mal, da ist vielleicht noch was in dem Fragezeichenblock. Ich gehe mal gucken, ob ich an die Münzen komme. Ja. So, ja. Ich komme. Oh. Das hättest du dir sparen können. Jetzt bin ich kaputt. Oh, jetzt Mann. Bist du kaputt. Oh, Luigi. Glaubst du, wir kommen... Hier, bitteschön. Räch dich doch nicht sofort. Mann. Ja, das war so fies. Ja, und? Komm. Was haben wir hier? Jammer nicht. Nur eine Münze. Ich jammer nicht, ich frag nur. Was ja. sollte das? Ich bin so fies. Und zack, Koopa Panzer in... Ja, ich wollte die Münzen holen, weißt du? Ja, ja, ja. Du bist... Es kommt nicht immer auf komische Münzen an. Wir sollen einfach durch das Level laufen. Ja, lass die doch Münzen... den Koopa in Frieden. Ja, aber ich guck mal, ich nehme den Panzer mit. Da kann ich wieder auf dich werfen. Eben.
Nein, mach ich nicht. Oh. Was machst du da? Ja, ich wollte einmal den ersten Teil überspringen. Ich habe wieder eine Fähigkeit. Ich auch. Ja, aber nur, weil ich sie dir gegeben habe. Ja, ja, ja. So. Oh, oh, ich auch. Guck mal. Wow, was macht der? Der macht eine Party. So. Der hat getanzt. Wow, eine Eiche. Oh, nee, du gehst nicht ernsthaft wieder zurück. Bitte nicht. Das war aus Versehen. Okay, weißt du was? Nein. Ich nehme die Fähigkeit jetzt oh, einfach. Mann. Ja, wenn du da durch die Gegend schleuderst. Wow, wow, wow. Ja. Warte mal, Luigi. Tut mir leid. Toll. Ja, komm, das hast du vorhin auch durchgezogen. Ja, aber das war aus Versehen. Ach so. Lass ich. Ja, ich wollte die. Nee. Wow. Wow, ich hab's geschafft. Powerblöcke? Ich hab's geschafft. Ah, nee, die sollen wir stapeln. So. Hä? Müssen wir da hoch? Ich geh da rein. Ja, komm mal mit, wir müssen hier durch. Okay, warte. Ich komm da nicht mehr runter. Komm jetzt, ich falle gleich. Ja. Okay, los geht's. Aua, aua. Hä? Wo war die Münze? Ach, die ist schon verschwunden, oder? Keine Ahnung. Guck mal, was da rauskam, so ein Riesending. Schleuder den mal. Oder ich? Warte. Okay, 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 passt, passt. Weg da. Okay, geh durch die Röhre. Sehr gut, Luigi. Oh. Sehr klasse, ich muss dich loben. Dankeschön. Oh, ein Auto. Mario Kart fährt er. Der Kollege. Oh, bisschen. Weg da. New. Chucky. Oh. Hilfe. Yay. Warte, warte auf mich. Oh. Volle Kanne abgestürzt. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Egal. Braucht man das noch? Ich glaube nicht. Das Auto? Wow, Feuerwerk. Ja, mit dem Auto wäre es bestimmt lustiger also hier. Angst vom Feuerwerk. Ja. Oh nein. Guck mal, mit dem Auto könntest du doch volle Kanne reindüsen. Und wir fast abgestürzt. Neidüse. Neidüse, so. Gosto. So. Wow. Oh. Okay, dann gehe ich alleine ins Nein, Ziel. Nein, warte doch mal auf mich. Ich hab's mal wieder ganz alleine geschafft. Ja. Du. Wie war das? Du bist jetzt echt freundlicher Guck mal, geworden. Wie du da sitzt. Ja, ich denke mir so, ich chill mein Leben. Ich sollte alleine gehen, wenn der keine Lust auf mich hat. Nein, sag das doch nicht so. Ich wäre ja schon gerne mit dir ins Ziel gelaufen. Aber ich habe so lange warten müssen. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber was soll's, dafür geht es jetzt für mich in das Schloss. Ganz alleine Windmill Warning. Oder ganz bist du doch wieder dabei? Ich bin dabei. Na gut. Und wir sind wieder durch die Pixelröhre durch. Mhm. Oh, Feuerblumen. Aber ich muss sagen, wie ein Schloss sieht das jetzt bei weitem nicht aus. Ja, gedulde dich. Das wird noch zum Schloss bestimmt. Ja, okay, okay, ich bin Wir sind noch gespannt. Im Außenbereich, auf dem Weg ins Schloss. Was soll das sein? Eine kleine Hütte, eine Eishütte? Wow, Schloss! In den Katakomben des Schlosses. Was, da unten? Da wird was produzieren und... Ja, und du bist zerquetscht. Ja, weil ich das interessant fand. Okay, wir müssen diese Dinge aktivieren. Ja. Doing. Und hier ist, glaube ich, Teamwork gefragt. Ja, und du stürzt einfach ab. Na, Prost, Mahlzeit. Ja. Was? Oh, Luigi! Ich schrei dich so. Komm jetzt hoch. Okay, das wird heute nichts. Befrei mich, ja. So, guck mal. Ich habe dich schon mal nach oben gebracht und jetzt geht's weiter. So, zack. Und hier. Doing, doing. Und zack. Und du machst jetzt weiter. Okay, warte. Warte, warte, nicht drücken, nicht drücken. Nein. Okay, jetzt. Warte kurz. Ich komme gleich. Ah ja, perfekt, super für mich. Und für dich. Oh, das war jetzt Glück. Wieso war das Glück? Ja, das weil, war doch voll gut. Ja, aber du hast drauf gedrückt und du bist drauf gesprungen, ohne dass ich das wusste. Ich wusste nicht, dass du das jetzt vorhast. Und ich kam gerade erst noch nach oben. Ach so. Da oben ist ein Paragalumba. Nee. So, ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich hoffe nicht. Du. Und jetzt hier, was ist da? Ringo. Pilze. Die, Achtung. Und hepp. Nee. So, Achtung, Achtung. Oh, das war knapp. Und nochmal. Und weiter. Jetzt du. Oh, Luigi. Du bist gut. Warum? Ja, ich habe das jetzt nicht erwartet, dass du das sofort schaffst. So. Ich habe halt auch dazu gelernt. Achtung, jetzt wird's nur gruselig. Nein, das ist nicht wow. so schwer. Wow. Für mich schon. Ach, was? Aber wir haben es geschafft. Achtung, nicht hochspringen, ja? Guck ja. mal. Ha. Jetzt. Trampolin. New. Warte. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr an die Münzen. Du bist zu weit oben. Okay, was soll's. Und weiter.
Aber das war ein cooler Abschnitt, muss ich sagen. Der hat mir sehr viel Freude bereitet. Tschüss. Warte, Münzen. Immer Münzen, Münzen, Münzen. Münzen sind so toll. Aber guck mal, das ist der große Turm, oder? Oh, aktivier was mal. Was hat das mit den Dingern zu tun? Mit den Galumbas. Jetzt geht's hier oben weiter, wie es scheint. Halt, warte, da waren Münzen für dich. Die du mal gekonnt ignoriert hast. Ja, ja, ich hole mir immer so Münzen aus Münzblöcken. Ja, und was ist daran anders als die, die in der Gegend rumstehen? Tatsächlich nichts. Du hast recht. Warte, 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 nicht aktivieren! Oh, ich komm gerade noch auf die andere Seite. Also manchmal spielst du wie ein Einzelgänger. Ja, sag der Richtige. Na, ich warte. Der allein durchs Ziel geht. Ich warte. Ja gut, aber wenn du vor dem Ziel dann irgendwo getroffen bist, dann bist du selbst schuld. Nein. Ja, wenn du zu langsam bist, bist du selbst schuld. Ja, danke fürs Gespräch. Entschuldigung, Entschuldigung. So, jetzt hol mir dir. New. Und weiter geht's. Wow! Das war deine Schuld, du wolltest wieder da durchdrücken. Ja, deine Hose wurde verändert. Du hast eine andere Farbe. Ja. Hä, was hat das was damit zu tun? Ja, hast du nicht gesehen? Als ich trage zum Beispiel blaue Hosen, aber als Super Mario trage ich rote Hosen. Hast du gesehen? Doch, nee, ja, doch. Hui, so. Bonusbereich. Warum machst du die Blöcke kaputt? Und geh gar nicht mehr hoch zu den Münzen. Ah, kann man da nicht mehr drauf springen. Entschuldigung. Mann. Warum gehst du da wieder rein? Ja, das lass ich mir doch nicht gefallen. Hör doch auf jetzt. Komm, wir müssen weiter. Okay. Also gut, komm. Warum machst du den Block kaputt? Da kann man gar nicht mehr draufstehen. Ich brauch jetzt die Münzen. Ja, ich brauch auch viel, wenn der Tag lang ist. Jetzt hör auf. Oh, das ist lustig. Das ist cool gemacht. Achtung, Timing. Und jetzt. Oh. Warte. Jetzt. 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 Tschüss. Jetzt. Wie war das? Du wartest nie. Ja, wie soll ich denn warten? Ich fall doch dann selbst runter. Wow. Ich gehe zuerst hoch. Gleich auf. Wettrennen. Was haben wir hier? Endboss. Jetzt kommt der Endboss. Ich aktiviere das mal für uns. Jetzt kommt der Endboss. Ich hole eine Feuerblume. Endboss 1, 2, 3. Sagst du doch. Weißt du doch gar nicht. Bestimmt. Nein. Oh, was ist das? Galumba als Endboss. Nee. Ach, das ist ja cool gemacht. Also ich habe mal ein paar Münzen geholt, ja, während du in der Gegend rum. Du hast mich besiegt, weil du zu schnell runter bist. Ja. Okay, komm, wir müssen hier hoch. Ja, warte kurz. Ich bin da nicht so schnell, ich mache das mit Vorsicht. Okay, also das ist mal eine coole Idee für einen Boss-Level. Wir müssen Galumba besiegen, der hat wahrscheinlich den Schlüssel oder ähnliches. Und das mit dieser Vorrichtung auf der linken Seite. Siehst du das? Nee, ah da. Und wir müssen wahrscheinlich erstmal seine Kinder besiegen, die Para-Galumbas und normalen Galumbas. Achtung. Ah, guck mal, ein Treffer gelandet und wir müssen wieder hoch. Verstehst du? Nee. Egal, komm einfach hoch. Oh, das ist ein blödes Level. Nein, das ist cool. Das ist gut durchdacht. Weil, wann kannst du einen normalen Gegner als Endboss nehmen? Nur mit so einer Vorrichtung, sage ich mal. Guck mal, jetzt ist... Oh, jetzt sind es mehr Galumbas. Wir müssen die Galumbas also verdoppeln. Aha. Kapierst du nicht, oder? Nee, beziehungsweise doch, aber ich finde es total blöd. Ah, jetzt komm. Ja gut, man muss ja hier mal alles toll finden. Guck mal, jetzt sind es noch mehr. Und wir müssen im richtigen Moment wieder hochspringen, um diesen Panzer nach unten zu bringen. Siehst du links den Panzer? Der kommt immer ein Stückchen weiter runter. Okay. Ja, verstanden. Guck, jetzt habe ich schon geschafft. Hast du gesehen? Ja. Ja, total verwirrt. Hä? Ich habe gar nichts kapiert. Ja, toll. Egal, nicht so schlimm. Ich dachte, der große Galumba kommt da noch raus. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dieses Boss-Level jetzt cool fandet oder nicht. Das würde mich interessieren. Ja. Also fandet ihr das genauso wie Luigi irgendwie doof oder fandet ihr das cool? Und Bowser, was macht denn der hier? Okay, der wollte nur Hallo sagen. Ich komme wieder. Warte doch auf mich. Du bist doch vor mir durchs Level. Ja, aber du läufst jetzt alleine, glaube ich, weg. Guck mal. Jetzt machst du so, yay, und gehst. Ah, ne, doch nicht. Toll. Aber ich stand da in der Ecke. Okay, weiter geht's. Einer muss ja in der Ecke stehen. So. Jetzt ab geht's in die Kanone. Blip, 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 blip. Kaboom. Kannst du einen besseren Kanonensound? Blip, blip. Hilfe. Jetzt sind wir im Wald. Tidal Tour. Tidal Tour. Oder
Tidal? Tidal? I don't know. Tidal. Tidal? So. Feuerblume, warte auf mich! Ja, okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind in Form. Ich bin bereit. Wir sind in Form. Was denn? Nichts, dein Gesang oder dein Rap. So. Das war nicht mein Rap, das war mein Rap. Oh, Luigi, zieh den Bauch ein. Zieh den Bauch ein. Ja, ist doch so, voll in den warte, Bauch. Warte, nicht so schnell. Ich will wieder Münzen sammeln. Ich will Mario und sammeln Münzen. Ja, guck mal, wir haben 74, wir jetzt 75, 77 Münzen. Ganz kurz, 77 Münzen. Wenn wir 100 Münzen haben, kriegen wir ein extra Leben. Und wir haben nur 20. Wollte ich gerade sagen, wir haben ja auch nur 20. Falls du mich suchst, ich schwimme da unten. Ja, ich mach mal die richtige Aufgabe hier. Ich bin im Freibad. Squeezle! Wow, da sind so viele Jeep-Jeeps bloß weg hier. Wow! Schön getroffen. Ja. Boah, nicht auch. Ah, mein Freund ist wieder oben. Komm mal mit. Ja, ich bin schon am Start. Go, hier steht er. Wow. Okay, tschüss. Wo bist du? Ich bin durch die gelbe Röhre. Toll! Wow, Bonuslevel! Da, 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 da! Toll! Yoshis gibt's hier! Ich will einen Yoshi haben! So, komm, wir müssen schnell schwimmen, schnell! Oh, Luigi! Nicht mein Level! Ich hab mir das sogar schon fast gedacht. Ja. Und? Trotzdem toll! Ja. So, nimm du den zweiten Yoshi. Yeah, Yoshi, komm her! Und los geht's! Piu! 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 Jetzt können wir alles wegessen. Niam, niam, oder niam. Nee, guck mal, der isst das gar nicht, der kann das nur spucken. Hey, bitte schwimm auch, okay? Du hast den Ich hab den Schwizzle-Dingel gegessen. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Miau. Weg, da sind überall Fische. Kann man die großen essen? Nee, oder? Und glaube ich nur anspucken. Oh. Ist da unten ein Weg? Nein. Geh du oben lang. Ich gehe unten. Oh nein, Yoshi! Mein Yoshi! Ja, deinen kannst du noch einsammeln. Ich nicht. Meiner ist ertrunken. Oh nein, dein armer Yoshi. Ich wusste doch, dass ich ihm Schwimmflügel geben sollte. Jetzt geh weg. Yoshi ist nicht Schwimmer. Yoshi ist nicht Schwimmer. Zumindest ohne Mario. Eigentlich dachte ich, können Yoshis, also können Drachen schwimmen da. Ja, ich überlege gerade, ob es mal ein Yoshi-Spiel gab, wo Yoshi schwimmen konnte. Hol den! Oh Gott, du hast Yoshi gerettet. Du hast meinen Yoshi gerettet. Ich glaube, in Yoshi 64 konnte Yoshi schwimmen, oder? Oder in Yoshi's Crafted World auch. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich jetzt an kein Wasserlevel erinnern in einem Yoshi-Spiel. Ist ja auch nicht so wichtig. Das stimmt, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Nochmal im Wasser. Ich muss sagen, diese Level von diesem japanischen Freund hier sind ziemlich groß. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich wollte da durch. Vorsicht, Vorsicht. Oh, gerade noch gebückt. Ja, du musst da hoch auf die Röhre. Ich will aber durch die goldene. Das geht nicht. Toll. Da muss mehr Wasser drin sein auf der Ebene. Was haben wir hier? Feuerblume? Keine Feuerblume. Ja, Menschenskinder. Ja, du hast ausgespuckt und jetzt habe ich einen. Ja, hast du es nicht gesehen? Die ganze Zeit drauf gewartet. Ach so, nee, dass du drauf gewartet hast, habe ich nicht gesehen. So, ja, ich dachte, ich mache... Schenk dir eine kleine Überraschung, wenn du mal wieder was brauchst. Aber wie ich sehe, hast du ja deine Feuerfähigkeit bereits verloren. Das war jetzt schon wieder ein Hieb in die Seite. Ein Seitenhieb. Das war ein Hieb. So, guck mal, hast du gesehen, wie ich die rausgespuckt habe? Nein. Nein. So. Luigi macht schon vorwärts. Wow, steht da. Okay. Ja, danke fürs Gespräch. Guck mal, hier gibt es wieder eine Feuerblume. Magst du eine haben? Ich schwimme halt. Guck mal, für dich. Ja, aber danke. Jetzt schieß bitte die Dinger ab. Weißt du, du schießt und rennst. Und dann bist du wieder im Wasser. Ja, bleib und? Doch einfach mal stehen. Hier auf dieser lustigen... Ich sammle... Oh, Yoshi! Yoshi! Ich hab auch einen Yoshi. Tschüss, Yoshi. Der andere ist weg. Guck mal, ich tanze. Ich tanze den Boogie. Den Boogie, Boogie, Woogie. Ich tanze den Boogie. Wow. Ich dachte schon, du verlierst deinen Yoshi jetzt. Nein, ich habe ihn nicht verloren. Boogie, der Boogie, Boogie, Woogie. Schwimm, Yoshi, schwimm. The Greenback Boogie. Das ist ein schöner Tanz.
feel you me. Di, 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 feel you me. The Greenback Boogie. Guck mal, bäh, 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 bäh. Meine hat auch genannt. Oh, lauf doch! Ich lauf? Nicht Meinst du nicht? Achso. Mein Yoshi. The Greenback Boogie. Du, 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 du. Ich liebe einfach diese Tanzeinheit. Nein, mein Yoshi. Yoshi verloren. Au, ey! Warum hast du Yoshi weggeschubst? Na gut, zur Strafe gehe ich allein ins Ziel. Toll. Pech, Pech, Pech. Du musst mich immer gleich bestrafen. Guck mal, ich spuck gleich auf dich. Mit meinem Koopa-Panzer im Mund. Nee, der hält die Luft an, weil er unter Wasser ist, Mann. Aber Mario nicht, der atmet mit seinen Kiemen. Mario, der alte Menschenbewohner. Meeresbewohner, wollte ich sagen. Oh, so, Mann, ey. Mario sagt Menschenbewohner und tschüss. Root, root. The root, root. I got no roots in my heart around the sun and broken. Ich kann den Text nicht. I got no roots. Aber das ist wieder dein Lieblingsstil im Spiel. Ja, ja, ja. Schön pixelig. Pixel. So. Pixelspiele darf man nicht unterschätzen. Pixelspiele sind oftmals sehr schön. Sag ich ja auch nicht. Nee, ich meine ja nur. Weil ich glaube. Ich meine auch nur, dass sie mir nicht so gefallen. Warum denn nicht? Weiß nicht. Volle Kanne abgestürzt. Ja, volle Kanne. Volle Kanone. Guck mal, du bist jetzt so ernst. Sei doch mal wieder locker, Mensch. So, ich bin Donkey Kong. Schön auf der Liane. Das ist nicht meins. Nee, ich sehe schon. Wir müssen wieder auf Luigi warten. Katzenfreunde, seid geduldig. Luigi braucht wieder ihre Zeit. Gar nicht. So. Guck mal, was da ist. Ein. Warte. Wie heißen die nochmal? Squizzle Weasel. Ein Squizzle Weasel. Oh, abgestürzt. Wir nennen sie auch gerne Wiggler, aber du nennst sie Squizzle Weasel. So, Weasel, Achtung. Weasel. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Huibuis. Stimmt. Du liebst doch Huibuis. Ich gehe Huibuis suchen. Guck mal, das sind lustige Pflanzen. Möchtest du eine? Möchtest du eine? Ja, ich hätte gern eine. So, ein Pflanzerl. Ein Pflanzerl. Was machst du denn? Nicht mein Level. Luigi, du bist einfach super gut im Spiel. Hey, ich war bisher echt gut. Ja, das stimmt. Du machst auch Fortschritte. Achtung, zack. Ha. Hier, 30er, kommst du, Mario? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin in Form. Ich bin dabei. Du bist in Form. Oh Gott. Was denn? Was ist das für ein Rap, was du da die ganze Zeit machst? Das ist, glaube ich, aus SpongeBob. Oh Gott. Komm mal hier rüber. Ich versuche mein Bestes. Das ist auch lustig. Das sieht aus wie, weißt du, wie das aussieht ding, hier, der Abschnitt? Ding, ding. Nee. Wie so ein Hamburger. Wir laufen so durch Hamburger. Hamburger mit drei Broten. Ja, das war eher so ein Big Mac. Big Mac. Wir machen jetzt keine Schleichwerbung übrigens. Was haben wir hier? Pilze. Pilze. Feuerblumen, meine ich. Pilzige Feuerblumen. Das machen wir alles weg. Kommst du? Ich komme. Abgestürzt. Oh. Vorsicht. Zack, zack. Okay, doink. Doink, doink. Wow, wow, wie viele Hammerbrüder sind da unten? Hammerbruder-Party. Sag nicht, wir müssen da durch. Ah, nee, müssen wir nicht. Guck mal. Du. Bowling. Das war Bowling. Oder Kegeling. Kegel. Kegelbahn. Was ist der Unterschied zwischen Kegel und Bowling? Das weiß ich bis heute nicht. Ach, bei der einen. Die Kugeln unterscheiden sich und beim. Jetzt muss ich. Ich glaube, beim Kegeln sind es 9 und beim Bowling sind es 10 oder so ähnlich. Ja, echt? Das ist der einzige Unterschied. Ja, vielleicht gibt es da noch, zumindest für den Laien, glaube ich. Oh Gott. Vielleicht gibt es da punktetechnisch noch Unterschiede. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was der Unterschied ist, aber gut, wenn es an den Pins liegt, die man umwerfen muss, dann ist das so. Das sind Donuts. Sag mal, jetzt sind wir überhaupt noch. Ja. Okay. Wenn es an den Pins liegt. Genau. Ah, jetzt geh doch weg. Mann. Aber es ging gerade nicht. Es ging gerade nicht, ja. Ich ging nicht, weil ich Mario heiße. Mario hat immer den Vorzug. Mario hat immer eine Ausrede. Nein. Zu 99,9%. Seid ihr auf Marios oder auf Luigis Seite? Schreibt das mal in die Kommentare. Greenback, Boogie, guck mal. Wow, wow, wow. Okay, Vorsicht. Toll. Aber ich war echt gut. Ja, das stimmt. Ich möchte an dieser Stelle auch mal ein paar grüßen. Den Lorenz grüße ich, die Amy, die hier zugucken, Selina, die Mia. Jo. So. Möchtest du auch jemanden grüßen? Ich grüße alle, die, die mich unterstützen. Ja, und die, die mich unterstützen. Die A-Girls-Fans. Boah, Achtung, Trampolin. Trampolin, geh weg! Ups.
Das habe ich nicht kommen sehen. Ich aber volle Kanne. Jo, ja. Jo, jo, musst du jetzt sagen. Jo, jo, jo. Achtung. Boing. Und jetzt können wir da durch. Oh, jetzt bin ich doch volle Kanne reingelaufen. Was machst du? Komm, komm, schnell rein. Ja, ich komm schnell rein. Wir haben es geschafft. Geschafft, geschafft. Holding Power Block Gang. Ah. Ist das ein Baum? Ein Wigglerbaum? Wow. Hey, vielleicht war das Level so ein Unterwasser. Nicht Unterwasser, so ein unterirdischer Höhlenbaum. Weißt du, wie ich meine? Das kann uns nur Kona erzählen. Ich weiß aber ich glaube, Kona wird nie sehen, dass wir seine Welt spielen. Ihre Welt? Oder keine ihre Ahnung. Welt. Seine oder ihre. Ich weiß ja, jetzt nicht, ob Kona ein weiblicher oder männlicher japanischer Name ist. Weiß ich auch nicht, aber guck mal, die Bäume haben Äpfel als Wangen. Ja? Ja. So wie zu den Früchten. Ja, das sind wahrscheinlich rote Bäckchen. Guck mal wieder für dich, ein 3D-Stil. Moderner Stil. Wow! So. Au! Au! Mach dir mal alle Blatt hier! So. Das sind die lustigen Galumbas. Ich geh hoch. Ey, natürlich gehst du vor mir wieder hoch. Was haben wir hier Schönes? Boink, boink, boink. Doink, doink, doink. Ich glaube, wir brauchen die Whippen. Whipple, whipple. Wie geht's da hoch? Das ist so ein... Weißt du, was lustig wäre, wenn es so eine Wippe wäre, die sich nach oben bewegt, wenn man ganz links oder ganz rechts steht? Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber... Ich weiß aber, was du meinst. Ja, das ist das Level in Luigi's Mansion 3, das letzte Level. Ich möchte nicht spoilern. Ich wollte gerade sagen. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, im Katze-Club läuft ja Luigi's Mansion 3. Und, da kommt irgendwann dieses Level. Au, der hat mich in den Bauch gebissen. Wer? Der Goomba. Der Goomba? Na warte, dich kaufe ich mir. Nicht der Goomba, der andere. Heißen die eigentlich auch Goombas? Warum sehen die so komisch aus? Wieso sehen die komisch aus? Ja, das sind nicht normale Goombas. Die sind so verkehrt irgendwie. Ja. Verkehrt? Nein. Guck mal, die sind, nein, das sind Goombas mit Haaren auf dem Kopf. Goombas haben keine Haare. Im 3D wahrscheinlich schon. Nee, da gibt es auch normale Goombas. Ich weiß, die sind irgendwann eingeführt worden. Ich habe immer Goombas auf Haare. Ich glaube, in New Super Mario Bros. U oder so, in der Wii U-Version, kamen die plötzlich dazu, glaube ich. Ja. Ich habe das nie gespielt, aber ich fand die schon immer komisch. Ich mag die nicht. Ich mag die normalen Goombas. Ohne Haare. Ja, die aussehen wie Pilze. Finde, Goombas sind Pilze übrigens. Ah, Champignons. Also, ja. Ah, Champignons, lecker schmecker. Also, ich finde, Goombas haben Haare verdient. Ja, eine Pilzsuppe wäre gut, oder? Eine Goombasuppe. Eine Goombasuppe, ohne Haare. Weißt du, was Goombas sind? Wie Pokémon, wie Dickdas. Und es gibt Dickdas mit Haaren. Die Alola-Form. Ah ja, also auf jeden Fall klingt Dickdas wie Dickdarm. Dick, hey! Dickda ist cool, das ist ein cooles Pokémon, das ist von Typ so. Boden. Ah ja. Klingt wie Dickdarm, also na typ, schönen Dank auch. Hier ist Tipptür, ich will da durch. Tipptür? Tipptür. Was heißt Tipptür? Du hast gesagt, ist es Typ bla bla bla. Ach, Typ. Ja. Jetzt, ich dachte schon Tipptür. Tipptür. Luigi ist unter die Franzosen gegangen. Tipptür. Tipptür, was soll das heißen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Luigi, schaffst du es heute ja, noch? Ja, warte. Komm weiter. Ich finde, ich habe das ziemlich gut gemacht. Ja, das stimmt. Da ist gut, das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Richtig. Nimm dir eine Feuerblume. Okay, du brauchst keine. Ich habe eine. Und hoch. Wie geht's hier hoch? Ja, gute Frage. Sehr interessant. Frage. Ich glaube, wir müssen hier durch. Luigi, komm mit. Ja, ich versuche mein Bestes. Warte. Ich bin Mario im Stimmbruch. Leo. Hallo, Luigi, kommst du jetzt? Oh Gott. So. Oh Gott. Oh Gott. Komm Luigi jetzt. Hat's gleich. Warte. Jetzt. Konzentration. Und. Sprint-Taste drücken. Oh, na hoppala. Oh. Bitte nicht darunter. Oh, danke. Ja, aber du warst halt im Weg. Ein riesen. Ich kann mich aber retten. Oh, voll nein. Glaub. Guck mal wieder da. Au, du musst da raus, du musst da raus. Ich raus, ja. Heiliger Strohsack. Heiliger Bim-Bam. Und jetzt geht's hier bing, weiter. Bing, bing, bing. Toll. Jetzt hab ich den wütenden Squizzle-Wing. Heiliges Teppichtörtchen. Nach oben mit dir, Fräulein. Miau. Und jetzt müssen wir da durch. Kannst du mich Huckepack nehmen? Nee, okay, das musst du alleine schaffen. Toll. Das musst du, du musst ja lernen, ich kann dich nicht... Oh, okay, ich war so viel gut. Zum Thema Lernen. Ich war gut. Hallo, Lernen ist auch manchmal mit Scheitern verbunden. Ja, das ist auch wichtig. Da sagst du was ziemlich Gutes und Wichtiges. Da kann ich immer alles von Anfang an klappen. Was nee, gibt's aber hier? Ich jammer trotzdem gerne. Ja. So. Zumindest in diesem Spiel.
Wir müssen da nach links, guck mal. Deswegen machen wir doch die ganze Zeit diese Schose. Wo müssen wir hin? Zack, da runter. Nee. Deswegen haben wir doch... Oh. Luigi, was passiert? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ist es eine was ist hier passiert? Au. Ein Bonusbereich? Immer hast du mich wegkatapultiert. Wow. Nee, warte auf mich, da oben gab's noch... Oh, Feuerblumen. Okay. Ein bisschen Geld für uns. Und wie kommen wir jetzt nach Hause? Ja, durch die Röhre. Das geht ja nicht mehr. Nicht? Nee. Dann wir müssen hier einen anderen... Au. Ah, da oben. Oh, Luigi, warum hast du mich besiegt? Passiert. Nur weil du runtergesprungen bist. Ich warte auf dich. Ich schau auf dir mal dich. Diesen riesigen Baum Doin. Im Hintergrund an. Ja, der ist voll schön. Ja. Wie der Baum wohl heißt? Wie heißt der Baum nochmal in Paper Mario, The Origami King? Oh, wie hieß denn der nochmal? Der hatte so einen lustigen Namen. Wow, wir hier Wiggler. Oh, ich komme nicht mehr. Strumpfelstrumpf oder so. Ach, bitte. Herr Strumpfelstrumpf, okay. Glaube ich. Strumpfelstrumpf? Glaube ich. Aber ihr wisst es bestimmt besser. Schreibt das mal in die Kommentare. Das ist ja wie ein Livestream-Quiz. Paper Mario-Frage. Wie hieß der große Baum, den man am Anfang im Spiel kennenlernt? Ey, warte doch mal. Gevater Strumpfelstrumpf oder so heißt der. Irgendwas mit Gevater Strumpf. Oder Stumpf? Oder Stumpf? Stumpf vielleicht. Egal, ich weiß nicht mehr. Luigi, wir müssen weiter. Na gut, dann gehe ich alleine. Tschüss. Wie immer. Ich warte extra und Mario geht. Nein. Doch. Ich mache nur schon mal einen schwierigen Abschnitt für uns. Okay. So. Wie sagen wir immer? Diese Level sind einfach unendlich lang. Man nur zu fünft kommt man. Nein, nur zu zweit kommt man weit. Ach so. Aber wenn wir Yoshis haben, müssen wir sagen, nur zu zweit kommt man weit. Zu viert. Und weg hier. Tschüss. Hast du doch noch geschafft. Gerade so. Ich dachte, ich stürze ab. Ja, aber du bist ziemlich gut. Ja. Also heute, ich muss sagen, bin ich in Topform. Ich bin in Shape. Ich habe trainiert. Ja, richtig. So. Immer schön Sport machen. Wie viele Level haben wir denn auch noch? Immer. Zwei Level haben wir noch. Ein normales Level und das Schloss und dann sind wir komplett durch. Dann haben wir die kompletten Welten von lieben Kona gespielt. Boost Block. Das klingt so wie Who's Back? Wer kennt Who's Back? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Jump here. Ja schon, aber guck mal, da rechts ist eine Wand. Jump here. Wenigstens haben wir eine Feuerblume. Ja, irgendwie, ich bin noch leicht überfordert. Pommes Mann und Mayo Mann. Da oben geht's irgendwie weiter. Au. Willst du oder soll ich? Ich. Okay, geh hoch. Sehr gut. Und jetzt guck mal. Oh, warte auf mich, warte auf mich. Ja, ich warte. Boah, jetzt geht's hier auch nochmal irgendwie unsichtbar weiter. Ah, da war der Schlüssel. Okay, dann mal runter mit uns. Und du musst die Tür öffnen. Du hast den Kellerschlüssel. Ich hab den Kellerschlüssel. Wir haben noch ein paar Kartoffeln im Keller. Ja. Die werden kühl und vor Lichteinflüssen gelagert. Ja. Sodass sie nicht keimen. Kurz abgestürzt. Was haben wir hier oben? Geister. Was sind das? Huibuis. Ja, das sind deine Huibuis. Nein. Guck mal, sie lächeln dich an. Hallo, wir wollen dich aufessen. Nein. Ey, hier sind so viele. Okay, ich gehe alleine weiter. Tschüss. Warte auf mich. Da war Wario. Da war ein Bild von Wario. Hast du es gesehen? Nee. Ich war auch in der Seifenblase. Nicht schlimm. Du, hier oben ist nichts. Okay, ich glaube, wir müssen darauf achten, wo der Unterschied Green ist. Bang, hier vielleicht? Okay. Ist da irgendwas Besonderes? Oh ja, oh! Wow. Du bist richtig gut. Oh, da kommen Geister raus. Geister. Guck mal. Du willst Spaß? Hat Wario gesagt. Dann komm in mein Reich, dann komm in mein Kellers. Wario Time. Und dann kommt sein Bruder oder sein Freund. Oh, das ist ja nicht offiziell Seite? Sein Bruder. Luigi Time! Oh, warte mal auf mich. Ja, welche Seite? Ich gehe hier runter. Okay, warte. Okay, bereit? Wir gehen dann beide gleichzeitig drauf. Warte, warte! Oh, okay. Wir sind beide falsch. Egal, wir sind runtergekommen. Wie ging das? Ja, da ging es zum Glück weiter. Wow, aber ich muss sagen, wenn man keine Fähigkeit hat, dann ist das Level gar nicht so einfach. Da war ein Knochenjochen. Der böse Knochenjochen. Und da ist ein riesiger Huibui. Der hat eine 30er-Münze versteckt. Hier habe ich. Nein. Oh, kann ich nicht auf die draufspringen? Nein. Oh. Man springt auch nicht auf Geister, die existieren ja nicht. Ja. Die sind durchsichtig. Ja. Die sind, aber im Spiel ist es anders. Echt? Ja. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem du auf. Also, es gibt nur eine Möglichkeit, Geister zu besiegen. Und weißt du wie?
mit dem Schreckweg 0815. Ja, von Luigi's Mansion. Ja, nur Luigi mit seinem Superstaubsauger kann das erledigen. So, willst du die hier holen? Ich komme hier irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ah, doch. Du hattest doch schon eine. Ja, aber du bist einfach weg. Wie geht's jetzt hier weiter? Und los geht's. Los geht's. Oh, zum Glück bist du vor mir runter. Ja. Du bist unser Versuchskaninchen. Hui buis, hui buis. Zack, 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 zack. Nach oben, nach oben. Komm, komm, Konzentration. Jetzt. 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 Oh. Abstürzt. Oh, Luigi. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und da bin ich schon wieder am Start. Ja, hättest du jetzt keine Feuerblume gehabt, dann hätte dir der böse Knochenjochen böse mitgespielt. Ja, der spielt immer. Vielleicht lerne ich es noch und die Geister, dass die Geister irgendwie unsichtbar sind und man die nicht berühren sollte. Ja, ja, sag mir lieber mal, wie wir hier jetzt weiterkommen. Oh, dubi, 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 dubi. Wo müssen wir hin? Dubi, dubi. Oh, oh, Stern, Stern, Stern. Lauf runter, lauf du schon mal runter. Okay, ich lauf runter. Komm runter, wir müssen die Geister besiegen. Oh. Sehr gut. Boom, boom, boom. Au, alle besiegt. Fast schief gegangen. Wir haben es noch geschafft. Wie geht's jetzt hier weiter? Boah, mit unsichtbaren Blöcken. Oh, Pete, warte, ich will auch groß sein. Wir müssen da jetzt hoch, irgendwie. Aber irgendwie, oh, jetzt. Auf geht's. Los geht's. Nächster Bereich und zum blauen Blöcken. Nein! Okay, einer von uns ist oben, das ist die Hauptsache. Du. Ja, das hätte auch du sein können. Da ist die Fahne. Wo ist die Fahne? Ah, da ist die Fahne. Aber wie kommen wir da durch? Weiß ich nicht. Wir müssen irgendwie durch diese Wand. Wow. Ich bin irgendwie schon wieder leicht überfordert. Konzentration, wir kriegen das hin. Hä? Wir müssen über diese Blöcke nach oben springen. Okay, warte auf mich. So, hier. Fies. Ja, das ist wirklich fies. Und dann das ist weiter. Kein Luigi-Level. Nee, irgendwie nicht so. Ich glaube, wir müssen zwischendrin noch Blöcke finden. Oh. Hör, was ist da passiert? Da fiel ein Steinblock. Aber warum und woher weiß und wie und was? Vielleicht gibt es eine Röhre, die Steinblöcke spendet. Ah, guck mal. Da. Das hilft uns wahrscheinlich weiter. Da ist nochmal einer. So, warte. Und du hast den Schlüssel. Oh, nee. Oh. Noch nicht ganz. Oh, auch nicht. Entschuldigung, ich komme hoch. Warte da. Ja. Ich komme. Ja, jetzt. Jetzt. So, aber ich hole den kurz. Ich wollte gerade sagen, da muss es auf die... So, okay. Ah, ich hab ihn, wir können runter. Holen. Perfekt. Jetzt kommen wir weiter. So, glaubst du, wir kommen jetzt schon zum Endboss? Zum Endboss noch nicht, das ist ja noch nicht die letzte Yay, Welt. Die Fahne. Aber jetzt anscheinend gleich. Denn jetzt kommt das Schloss. Das letzte Schloss in diesen Welten von Super Kona. Kona. Super Kona? Wir nennen ihn Super Kona, weil es eine Superwelt von ihm ist. Ah, okay. Ja, die hat echt Spaß gemacht und hat sich und es sind echt auch lange Level, die ja, man durchspielen muss. Ja, wer wird aber der Endboss sein? Ich sag Iggy. Bowser. Bowser? Stimmt, Bowser kam ja kurz vorhin vorbei. Piranha Palace. Aha. Okay. Und? Oh nee, aber wieder in 3D. Ah, Feuerblume. Und jetzt Stampfattacke. Geschafft. Okay. Wow, was ist... Achso, ich dachte gerade, das wäre eine riesige grüne Röhre, aber das sind hier mehrere kleine. Zoing, zoing. Ist das nicht hier schön? Ein paar Münzen? Ja, aber... Gesundheit. So. Gesundheit. Wow, du sammelst wieder ein paar Münzen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren hier. Aber du hast, alle Münzen eingesammelt. Während ich niesen musste. Ja, die hat mich geküsst. Die Pflanze. So, ja, oh nein. Die hat dir einen Schmatzer gegeben. Heiße Füße. Der arme Luigi, der tut mir ja schon leid in meiner Situation. Hey. Boah, es kitzelt wieder in der Nase. Was ist los? Weiß ich nicht. Bist du allergisch auf Feuer? Ja. Ui. Ui, ui, ui. Auf jeden Fall machst du schon wieder den Weg für uns frei. Ja. Dankeschön. Wow. Wie komme ich da an den 30er? Wahrscheinlich. Entschuldigung. Nein! Ja. Feuer. Ich dachte schon, du schmeißt mich wieder. Ich habe tatsächlich eine Feuerallergie. Hey! Komm, hier nimm den 30er. Es war so klar wieder. Es war so Entschuldigung, klar. Entschuldigung. Oh Mann. Oh. Diese Entschuldigung kann ich schon gar nicht mehr ernst nehmen. Ach, au! Bitte. Oh, okay. Ich glaube, meine Nase geht jetzt besser. Ja. Müsst ihr auch lustig niesen? Schreibt das mir in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr niesen müsst, auch mal lustige Geräusche macht. Also viele sagen ja, dass es bei mir immer lustig klingt. Oh ja.
Boah, der hat aber völlig was auf den Kopf bekommen. Ja, das war eine danke coole Idee. Mir. Au. Das ich habe aber auch was auf den Kopf gekriegt. Also das muss man echt mal umsetzen. Was haben wir so hier Schönes? Pfanne und ein Boot. Das ist kein Boot, das ist ein Trampolin. Ein Boot. Ein Lavaboot. Da. Gibt es Lavaboote? Ja, in Mario Sunshine. Keine Ahnung. In der letzten Welt. Wo sehe ich das? Ja, unsere wow. Kanone. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? Bam, 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 bam. Eine Feuerblume. Ich hole mal das, was in dem Fragezeichenblock ist. Was ist da drin? Münzen sind da drin. Ah, okay. Aber viel mehr nicht. Aber cool, dass mal wieder so eine Fähigkeit zum Einsatz kommt. Gibt's viel zu selten. Meine Kanone habe ich leider verloren. Nein. Doch, aber Feuerblume habe ich noch. So, jetzt geht's hier Gott, weiter. Oh, aber zwei Wandsprünge habe ich geschafft. Na, immerhin. Immerhin, gell? Boah, neue Kanonen. Nimm dir eine. Ja, ich versuch's. Warte. Und. Warte, warte, nutz mich als Trampolin. Ey, bleib da. So, jetzt. Okay. Jetzt und durch die Röhre nach oben. Trampolin oder wie du sagen würdest, Boote. Wir können auf Booten herumspringen. So, wow. Vielleicht kommt der Pizzabote. Verstehst du, Boote, Pizzabote? Ja. Okay. Der war schlecht. Okay. So. Rein mit uns. Durch die Fragezeichen. Ausrufezeichenblock. Ah, ja. Boah, Feuerblume. Was kommt da raus? Was denn? Kanonen. Oh, ja, ja, aber da kommen fleischfressende Pflanzen. Oh, nee. Der hat mir das geklaut. Behalte du deine Fähigkeit, ja? Ich versuch's. Bleib da einfach stehen. Für Geronimo. Oh, hätte man da durchkommen können? Nee, ich hab mich gerade auch gefragt. So, was soll ich machen? Boom, boom. Ja, schieß ruhig. Okay. Oh, Mann, oh, schon wieder wurde ich erwischt. Zieh dich zurück, du Pflanze. Mann, diese bösen Pflanzen hier. Da ist eins für dich. Und ist das der Endboss? Der Piranha-Endboss? Da unten springt er auf jeden Fall an. Nee, das ist wahrscheinlich der Piranha-Endboss. Der da oben. Weder Bowser noch Iggy. Das ist ein Piranha. Aber das ist cool gemacht. Ich bin großer Fan von diesen Endbossen. Ich bin ein bisschen lost. Ich habe meine Kanone verloren. Ja, dann hol dir doch eine neue. Ja, ich bin schon dabei. Also ich muss sagen, in der ersten Welt hatten wir ja den Galumba als Endboss und hier eine Piranha-Pflanze. Weißt du, statt ein Cooperling haben wir wieder normale Gegner als Endboss. Cool gemacht. So, au! Ich muss mir auch dranbleiben, dranbleiben. Ja, ich muss erst. Hast du geschafft? Okay, warte. Softlock stand da jemand. Hat sich jemand. Ja, das bedeutet, jemand hat sich da versehentlich eingesperrt. Oh. Also nicht wir, aber. Irgendein Spieler, der das Level mal gespielt hat. Genau, richtig. Bam! Warte mal, hier geht's nach oben. Und da ist das Ziel. Warte. Wir stehen und kurz los. Davor. Wow. Nur zu zweit. Komm mal weit. Guck mal, du richtig, freust dich und ich stehe. Ah, nee, du jetzt. Freust dich jetzt auch mal endlich mit. Bei dir hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ich war so fasziniert von der Glasröhre. Weiter geht's. So. Und damit, aber haben wir es nicht geschafft? Genau. Ja, zusammen mit Prinzessin Peach haben wir die Aldi wieder gerettet. Haben wir die Aldi und den alten Yoshi. Das stimmt. Ja. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt, Katztastisch!